Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr euch einmal kurz vorstellen könntet, damit auch einfach jeder weiß, wer ihr eigentlich seid. Sehr gerne. Ja, ich bin der Michael von Green Gorilla, habe den Verlag vor ja nun 2 Jahren gegründet. 2020 sind wir gestartet. Ist eigentlich aus der Idee entstanden, ein Rollenspiel für Kinder zu übersetzen, den Losers. Und da ist jetzt der ganze Verlag draus gekommen, draus geworden. Okay, Ja, und und ich Basti? bin der Basti, Dankeschön, und bin seitdem auch dabei, kümmere mich so um Kommunikation, um den ganzen Blabla-Kram, wie ich das immer gerne nenne. Ihr beide seid zusammen die Green Gorillas. Da ist jetzt nicht noch irgendwie jemand anders drin, ne? Also rein theoretisch haben wir doch unsere kritische Spieletesterin von den Ah, Losers. okay, ja gut, die muss man natürlich auf jeden Fall mal erwähnen, ne? Also ich habe ja schon auf dem Kanal gesehen, ganz viele Leute sind da super aktiv und helfen richtig gut mit, bei der Redaktionsarbeit tatsächlich auch, obwohl ihr beide ja eigentlich sozusagen der Kopf der Gorillas seid, ne? Genau, wir sind sozusagen der Verlag und wie gesagt, meine Tochter, die Joya, ist noch dabei als kritische Spieletesterin. Und dann haben wir natürlich noch auch immer eine Redaktion für jedes Spiel, was wir da veröffentlichen, mit am Start, ohne die das natürlich gar nicht machbar wäre. Ja, also von Übersetzen über Lektorat haben wir dann natürlich jede Menge, die uns unterstützen. Da sind wir sehr, sehr dankbar für. Ja, auf jeden Fall. Ohne euch dazu nahe zu treten, aber man kann, glaube ich, sagen, ihr seid noch ein relativ kleiner Verlag. Das ist jetzt euer zweites System. Warum unter all diesen Rollenspielen, die es auf der Welt gibt, habt ihr euch für The Troubleshooters entschieden? Ja, also ich habe ja eben schon angedeutet, das erste war Little Wizards, ein Rollenspiel für Kinder. Und wenn man sich das mal anschaut, dann lebt das auch sehr stark von von dem Comic Artwork. Also das System ist natürlich an sich auch toll, aber es hat mich damals auch sehr in die Grafiken verliebt. Also die sind vom Arnaud West, das ist ein französischer tatsächlich Comic-Illustrator oder Comiczeichner. Also insofern, ich glaube, da kommt das schon her. Persönlich lese ich schon, seit ich ein Kind bin, super gerne Comics, gerade so diese franco-belgischen. Und ja, und dann hat, ich glaube, der Stefan Küppers, der auch bei uns in der Redaktion ist, der hat mich dann irgendwann mal angestupst und gesagt, guck mal, da gibt's sowas. Irgendwie, da haben so ein schwedischer Verlag, die bringen da gerade was raus, auch bei Crowdfunding. Und das war dann das Troubleshooters, was ja auch ja, was ein Comic-Rollenspiel ist im Stil der franco-belgischen Comics. Und das, ich glaube, mit dem Punkt, als ich dann das erste Cover mir angeschaut habe, war es so ein bisschen vorbei. Wie gesagt, das passte einerseits total rein, jetzt auch mit dem ersten System, was wir gemacht haben, und trifft da eine große Leidenschaft tatsächlich für die Comics. Du sagtest jetzt gerade franco-belgische Comics. Was sind das für Comics für die, die sich möglicherweise nicht auskennen in der Materie? Ja, das sind so Comics wie Tim und Struppi, Spirou und Fantasio, Yokozuno, aber jetzt auch vielleicht jetzt mal was Moderneres. Carmen San Diego läuft ja auf Netflix, wäre was definitiv in die Richtung geht. Und viele mehr. Aber so diese Richtung, ich denke, da hat jeder mal das ein oder andere schon gehört oder zumindest auch gelesen. Der Stil ist ja schon ziemlich einzigartig. Was würdet ihr denn sagen, macht The Troubleshooters auch einzigartig als solches? Also, was hebt das von anderen Systemen möglicherweise ab? Oder was ist der Punkt, wo man sagen würde, das unterscheidet sich da von anderen Systemen? Also, jetzt vom Stil her würde ich sagen, es ist so die einfachste Möglichkeit, ein Zeichentrickfilm zu sein oder in einem Comic quasi mitzuspielen, also sich da rein zu versetzen. Weil es jetzt nicht nur die Illustrationen sind, die quasi einfach sagen, okay, guck mal, so kann das aussehen, sondern so dieses ganze System dafür gemacht ist, dass es halt in so eine franco-belgische Comic-Richtung eben gespielt werden kann. Also nicht nur der Look, sondern auch das Feeling. Wenn du das Feeling schon so ansprichst, was für ein Gefühl ist das denn eigentlich, dieses System zu bespielen? Wie würdest du das vergleichen? Ich würde es als sehr leichtgängig beschreiben. Also, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, aber ich würde sagen, es ist einfach sehr, sehr leicht und sehr einfach, sich da rein zu versetzen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht so sehr in diese cartoonige Richtung geht, so wie Looney Tunes oder sowas. Ja, das ist ein bisschen drüber, würde ich sagen. Aber man kann sich einfach, also ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, weil jeder mal einen Zeichentrick gesehen hat oder einen Comic gelesen hat oder gerade die franco-belgischen Comics oder eine Graphic Novel, um einfach so, du hast so viele Inspirationen, die dir sagen können, guck mal, so kannst du das spielen und dann kannst du es auch tatsächlich so spielen. Was spielt man denn eigentlich? Du spielst tatsächlich erstmal einen beliebigen Comic-Charakter, den kannst du dir selber ausdenken an der Stelle. Es gibt jetzt in dem System gibt's auch bestimmte vorgefertigte Charaktere, die man da nehmen kann. Aber man kann den natürlich auch, wie das im Rollenspiel üblich ist, von Grund auf neu erschaffen.
und kann sich inspirieren lassen von allem, ob es jetzt irgendwie so ein Fantasio ist oder dann doch der Captain Haddock oder was auch immer, ist da erstmal frei. Und das Ganze, man muss sich das wirklich wie im Comic vorstellen. Es gibt einfach die verrücktesten Szenen. Es gibt wilde Verfolgungsjagden oder Szenen, wo man irgendwo im tiefsten Dschungel rumstiefelt in irgendeinem vergessenen Tempel und irgendwelche Geheimnisse aufdeckt oder wie in einem Agentenfilm letztendlich irgendwelchen Schurken hinterherjagt. Also es ist super vielfältig und insofern kann man da auch eine sehr große Bandbreite an Charakteren schaffen, die, ja, wie gesagt, so ein bisschen diesen Comic-Anklang natürlich auf jeden Fall haben. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann spielt das System jetzt auch nicht in der Jetztzeit, sondern etwas früher und die Welt ist ein bisschen wie eine Parallelwelt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, so in etwa. Also es spielt in Mitte der 1960er. Und ich meine, da gibt es dann schon das erste Ereignis, was quasi die Zeitlinie von Troubleshooters mit unserer reellen unterscheidet, was quasi die französisch-japanische Mondlandung ist. Ja, das ist auch, glaube ich, so die schönste Einleitung, finde ich, die ich jemals gelesen hatte, wenn die Rakete, der rote Fuchs, auf dem Mond landet. Und du hast dann dadurch natürlich viele Parallelen, sage ich mal. Also Michael kann da gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, das, er ist da ein bisschen tiefer drin. Aber du kannst auch einfach sagen, okay, das ist jetzt ganz anders passiert, ja, weil du dich nicht an die reelle Zeitlinie halten musst. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, es gibt bestimmte Dinge, dann gibt es die oder eben ist was anderes passiert, so dann ist das absolut gar kein Problem und das unterstützt das System. Also du musst jetzt kein Geschichtsabitur geschrieben haben, um in den Troubleshooters irgendwie dich zurechtzufinden. Ja, nehme ich die Vorlage auf. Also, das ist eigentlich genau der Punkt, dass man eigentlich jetzt nicht an diesen historischen Fakten kleben will. Gleichzeitig ist es schon erstmal so, wie man sich die 60er Jahre vorstellt. Also, es gibt natürlich den Konflikt zwischen dem Ost- und dem Westblock. Also, wir sind letztendlich noch mitten im Kalten Krieg. Gleichzeitig ja jetzt in einer Phase, wo nach dem Zweiten Weltkrieg alles wieder aufgebaut ist, wo auch irgendwie ein großer Aufschwung ist und auch technologisch viel passiert, also wo die Atomraketen tatsächlich dann zum Mond fliegen können und auch man die Welt, sage ich mal, kleiner geworden ist, wo man mit dem Düsenjet von A nach B fliegen kann und es auch verrückte Erfindungen gibt. Und wie gesagt, da geht es dann natürlich so ein bisschen weg von der Realität. Da gibt es dann auch irgendwelche verrückten Roboter und was auch immer, was man so aus den Comics kennt. Aber man kann sich das erstmal gut reinfühlen, weil so die 60er, da hat man, glaube ich, irgendwie so ein gutes Gefühl für, was das war. Man kann das nutzen, aber kann dann anfangen, das zu verändern und halt zu sagen, ich muss das jetzt nicht bierernst wie in der Realität mein Abenteuer gestalten, sondern habe da einfach den ein bisschen den kreativen Freiraum auch umzuspinnen. Ich hatte, als ich mir die Sachen mal von euch angeguckt habe, jetzt auch auf der Gamescom hatte ich sie nochmal gesehen, ihr habt für Karten auch sowas wie Blaupausen und sowas dabei und der Charakterbogen sieht auch ziemlich besonders aus. Hat das damit zu tun, dass die Reise so ein zentrales Element ist? Ja, Ja. also auch, ne? Also das ist vielleicht auch eine Sache, die das noch besonders macht. Du kannst einfach, du kannst jetzt in Paris sein und dein Croissant zum Frühstück essen und 5 Minuten später bist du dann eben im Südamerika in irgendeinem Dschungel, ja, und bist dabei, einen Tempel zu erkunden. Und das geht natürlich, ja, weil bei Tim und Struppi ging das auch. Und dementsprechend dieser Reiseflair hat natürlich einen ganz großen Einfluss, dass du eben um die Welt chattest und es eben dann auch wirklich von jetzt auf gleich, weshalb dann der Charakterbogen zum Beispiel die Form von einem Reisepass hat. Oder ja, die Blaupausen dann eben, sag ich mal, so ein bisschen klassischer angehaucht sind, dass dann eben Räumlichkeiten oder Gebäude oder Orte oder Sachen eben in diesem Blaupausenstil zu sehen sind. Ne? Ihr habt ja auch einige, ich sag mal, fancy Sachen mit in diesem Crowdfunding mit drin. Was von diesen ganzen Sachen gefällt euch denn so am besten? Ich liebe sie natürlich alle. Schwierige Frage, ich weiß, aber wenn man jetzt so sagen müsste, mir Fies. gefällt sehr, sehr gut einfach, dass diese, ne, diese Passports mit dabei sind oder ich finde die Würfel wunderschön oder bestimmte Karten. Ja, ich glaube, also tatsächlich macht es natürlich alles aus, aber ich glaube, ich würde schon sagen, die Reisepässe finde ich schon, sind am ungewöhnlichsten. Also auch so das, was man, ich habe jetzt noch kein anderes Rollenspiel gesehen, wo man sowas hat. Die sind, glaube ich, für mich schon so ein bisschen das Highlighter an der Stelle. Ja, finde ich auch. Also das ist, ich bin so ein Fan, wenn viele Dinge einfach kompakt zusammen sind und dann einen Reisepass zu haben, in dem du auch irgendwie schön protokollieren kannst, wo du warst, ja, mit Stempeln oder Aufklebern und wirklich alles auf einen Blick hast, was du zum Spielen brauchst, ist einfach toll. Außerdem fühlt es sich gut an, ja, und es hat ja auch noch die Größe von einem Reisepass. Also das ist ja schon sehr alles sehr authentisch. Ja, eben. Ich habe das Ding ja auch schon in der Hand gehabt. Die sind schon echt richtig, richtig gut auf jeden Ja. Fall. Wobei ich finde aber auch, eure Würfel sind super, super schick. Ich mag auch sehr diese Objektkarten, die ihr mit dabei habt.
Die Illustrationen generell sind einfach sehr schön. Also wenn ich mich jetzt wirklich festnageln müsste, dann sind es auf jeden Fall alles, was illustriert ist. Weil es einfach ein durchgängiger Stil ist, der einfach wunderschön ist. Ja, man hat schon das Gefühl, so ein Kunstwerk in der Hand zu haben, irgendwie mit diesem Regelwerk und den ganzen Sachen, ne? Das stimmt. Ihr hattet gerade schon so ein paar Beispiele gebracht, beziehungsweise Basti, du hattest das gemacht, für so Abenteuerideen. Was würdet ihr denn sagen, ist so ein klassisches Abenteuer? Wie stelle ich mir das dann vor, mit meiner Spielergruppe unterwegs zu sein? Was erleben die dann? Eine Sache, die finde ich immer ganz, ganz wichtig ist, bei den Vorlagen, ist einfach der Plot-Twist. Oder zwei oder drei, weiß ich nicht. Ja. Aber du kannst, dieser Stil lädt einfach dazu ein, dass du wunderschön diesen, entweder dass der Superschurke aufgedeckt wird und alle so diesen Aha-Moment haben, ja, oder du einfach von ganz, also du kannst, du hast, ich würde sagen, es ist immer eine Mischung aus langsamen oder schönen Szenen, die du spielen kannst, ja, dass du was entdecken kannst, die du wirklich auch ausspielen kannst mit deiner Gruppe, wenn du das möchtest. Und dann aber auch super leicht in diese Action-Szenen reingehen kannst, ja, wie die Verfolgungsjagden, was Michael vorhin gesagt hat. Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, mit den Skiern die Skipiste runter, dem Bösewicht hinterher, ja, und was auch, also mir fällt jetzt gerade nicht so viel, Michael, Hilfe. Aber man könnte sagen, es ist schon krimi-lastig, Ja, investigativ, aber auch mit ja. dieser ganzen Action mit drin. Ich glaube Ja. aber, ihr sagtet auch, dass es jetzt nicht so ein tödliches System ist, sondern dass es mehr um die Story geht, richtig? Genau, also das ist auch das Schöne. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es spielt ja in der Comicwelt. Das heißt, es ist per se natürlich heiter und Comics gehen ja auch immer gut aus, ja. Und so ist es auch. Und das ist insofern spannend, als wenn man weiß, dass der eigene Charakter eigentlich nicht sterben kann. Also man hat natürlich schon sowas wie Lebenspunkte, das heißt da Vitalität. Und wenn die ausgeht, wenn man es vielleicht im klassischen Rollenspiel tatsächlich tot oder der Charakter wäre tot. In dem Fall kippt man halt um, ist K.O., wacht irgendwie wieder auf, ist gefesselt und hat den Bösewicht vor sich, der sich total freut, dass er einen jetzt gefangen hat. Und man muss irgendwie überlegen, wie kommt man aus der Situation wieder raus. Und das macht, glaube ich, für die Dynamik was aus, weil ich jetzt viel freier bin, auch Dinge auszuprobieren, weil ich nicht so dieses Damoklesschwert habe, oh, wenn das schief geht, dann ist hier vorbei, sondern ich weiß, es kann eigentlich nicht wirklich was schief gehen, ja, es kann nur irgendwie in lustige Richtungen weitergehen. Das heißt, ich probiere Dinge aus, mache verrückte Sachen. Und das haben wir jetzt auch wirklich in vielen Runden gemerkt. Das passiert eigentlich sofort durch diese Mechaniken, dass alle total vor Kreativität sprühen, was man jetzt denn da alles verrückte Dinge machen kann. Würdet ihr sagen, es ist ein Heldensystem? Also für mich klingt es gerade so ein bisschen so, dass man, also es muss ja eine Grundmotivation geben, warum die Leute machen, was sie machen. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es sind eigentlich schon so ein bisschen eher die Underdogs. Also auch wenn wir jetzt wieder an den Fantasio denken oder Tim oder so, die sind zwar schon natürlich auf der einen Seite irgendwie Helden, weil sie dann doch immer den Tag retten, das glaube ich schon, aber so ein bisschen eher, weil sie einfach sehen, da ist ein Problem und jetzt kümmert sich keiner drum, dann mache ich das halt oder immer irgendwie in ein Abenteuer reinpurzen. Also es ist gar nicht so, dass die das immer suchen, sondern die stolpern halt drüber, weil irgendwie der Professor gekidnappt wird oder was auch immer. Und so in dem Stil ist das auch. Also es ist auch definitiv. Sind keine Superhelden, die irgendwelche übermenschlichen Kräfte haben, sondern es sind wirklich eigentlich ganz normale Leute, die irgendwie ein Spezialgebiet haben, in dem sie gut sind. Das kann sein, bin der beste Einbrecher der Stadt oder der beste Rallye-Fahrerin oder was auch immer. Aber es sind per se normale Leute und wie gesagt, die einfach sehen, okay, da ist irgendwie passiert was, da ist ein Problem und dann lösen wir das halt. Ja. Also das heißt, Problemlösungen sind eher realistisch oder wie würdest du das beschreiben? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay, ich dachte jetzt nur, wenn sie keine Superheldenfähigkeiten haben, nur sozusagen besondere Ja, Talente. in dem Sinn schon, ja. Aber wie gesagt, die Situationen sind ja komikhaft, ja. Deswegen habe ich jetzt da so reagiert. Aber natürlich, also wie gesagt, ohne Superkräfte, aber natürlich ist es alles etwas überzeichnet, wie das halt so im Comic ist, ja. Das heißt aber, die Guten wollen sozusagen gut sein, ne? Und die Bösen, wie sieht das mit denen aus? Warum sind die böse? Was haben die für Absichten? Wer sind die überhaupt? Ja, da gibt es viele. Ja, klar, ne, Na, dass man es nicht ganz pauschal sagen kann. vielleicht ganz, ganz, ganz ausgeprägt hätten wir da eine Organisation, die ganze Zeit im Schatten aktiv war und jetzt das Ungleichgewicht der Geschichte auch natürlich nutzen möchte, um seine Position zu stärken. Und das ist der Oktopus als böse Geheimorganisation. Und der wird eben angeführt von Graf von Zartritt, ja, als böser böse Superhirn. Und bei den ganzen, sag ich mal, Abenteuern oder Rätseln ist es immer recht wahrscheinlich, dass da vielleicht der Oktopus dahinter steckt oder man dem Oktopus irgendwie über den Weg läuft oder der vielleicht sogar ähnliche Ziele hat. Aber es gibt noch deutlich, also
kann natürlich noch mehr böse oder Geheimorganisationen geben. Ne? Das ist sehr, Ja. sehr vielfältig. Es dreht sich jetzt nicht alles um den Oktopus durchgehend. Ja? Ja, Das sollte man aber vielleicht auch erwähnen. die ist schon so ein roter Faden. Also ist so die böse Geheimorganisation, die die Weltherrschaft anstrebt. Und wie gesagt, die hat immer irgendwo irgendwas mit allem zu tun, aber wie der Basti sagt, nicht unbedingt. Also wir haben natürlich auch noch diverse Syndikate und Mafia-Organisationen auf der Welt. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Rücksprung auf deine Frage vorhin, was kann man da alles spielen? Man könnte aber auch zum Beispiel ein Setting spielen, wo man sagt, es ist, ich sag mal, so ein bisschen wie Ocean 11. Ja, man ist jetzt irgendwie eine Truppe, die versucht, irgendwie eine Bank auszurauben. Also selbst das könnte man damit spielen. Ja, vielleicht ist vielleicht nicht das ganz typische Setting. Aber deswegen muss es nicht immer so schwarz-weiß sein, wer da jetzt die Bösen und die Guten sind. Okay. Wobei es mit Sicherheit hilft, wenn man immer diese Organisation im Hintergrund noch weiß für diese Plot-Twists. Sie sagtet ja, Ja. dass sich da häufig was tut. Und dann Ja. kann man immer so sagen, okay, das ist eigentlich die Verbindung des Bösewichts. Deswegen handelt er so. Vielleicht ist er gar nicht so böse gewesen. Also, es sind so die Ideen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ja. Ist es denn grundsätzlich eher durch dieses investigative Rumgereise und sonst was so, dass die Helden eher die sind, die reagieren auf etwas, was Böses, was passiert? Oder sie schlittern in irgendwas rein? Oder wie muss ich mir das Ganze vorstellen, was sie überhaupt in diese Situation bringt? Wahrscheinlich in vielen Fällen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer so sein muss. Aber wie gesagt, es ist häufig, dass irgendwas passiert um sie herum. Jemand wird entführt, es gibt einen Einbruch, irgendwas ist komisch und sie fangen dann an zu sagen, was ist da los, und dem hinterherzugehen. Das ist schon sehr häufig der Fall, ja. Haben die denn auch sowas wie ein Dachverband, irgendwas, wo man sagen würde, die gehören zusammen aus irgendeinem Grund? Nee. Also es ist so, als es gibt jetzt keine gute Organisation in Anführungsstrichen, wo alle irgendwie versammelt sind. Aber um das von Michael noch zu ergänzen, es gibt ja auch noch die Motivation beim Charakterbau quasi, die ja auch sehr vielfältig dann sein kann. Da kriegt man dann auch ein bisschen Inspiration im Buch einfach. Okay. Ich stelle noch eine abschließende Frage, die ist jetzt vielleicht gemein, weil ich sie nämlich nicht vorher angekündigt hatte, aber vielleicht einer von euch beiden. Was ist so eine typische Situation, eine Spielsituation, die ihr erlebt habt in euren Runden, die ihr bis jetzt angeboten habt, von denen ihr sagen würdet, das spiegelt dieses Spiel total gut wider? Das ist das Gefühl, das es vermitteln soll. Also vielleicht eine ganz klassische Aktion, finde ich, ist dieses, hey, ihr wacht irgendwie zusammen auf, ja, also es ist jetzt auch tatsächlich aus einem Abenteuer, was wir gespielt haben, und habt keine Ahnung, erstmal ihr seid eingesperrt, nur mit dem, was ihr irgendwie an euch habt, und jetzt versucht da mal rauszukommen, ja, und jetzt denkt man immer, okay, das ist so super einfach, ja. Letzten Endes habe ich das, glaube ich, also auf der Gamescom gerade mit, weiß ich, 12 Gruppen dieses Szenario gehabt und habe irgendwie 5 oder 6 verschiedene Lösungen gehabt, was angefangen hat von, wir tun einen Streit vortäuschen, ja, den ich mir dann im Kopf wirklich mit diesen Sprechblasen vorstellen muss, die dann einfach über die Panels gehen, oder andere, die in den Abfluss reingreifen und die Wache mit Schlamm bewerfen, ja, was dann einfach so einen Slapstick-Charakter so ein bisschen hat. Aber natürlich in so einen Zeichentrick einfach sehr gut reinpassen würde, ja, weil du würdest es ja niemals in echt machen. Das war so einfach das Ding, und das dann so langsam rausgekommen ist, okay, darum geht's. Also so dieses langsame Aufdecken so von Hinweisen und von Informationen, und die dir dann sagen so, ich hab's gewusst, ja. Wie im Krimi, sehr Wie schön. Okay. genau, wie im Krimi, ja. Hast du auch noch eine Idee? Ja, also ich glaube, was sehr schön ist und was auch sehr typisch ist, ist, dass halt die Charaktere, wie man das kennt, die haben natürlich Fähigkeiten und Kompetenzen und sind in vielen Dingen gut, die haben aber auch Komplikationen. Das heißt, jeder Charakter hat auch so Dinge, die ihm im Weg stehen, die aber jetzt für den Spieler oder die Spielerin interessant sind auszuspielen, weil sie dafür dann Storypunkte bekommen, mit denen kann man wieder die Geschichte verändern. Führt jetzt ein bisschen zu weit, aber auf jeden Fall ist es interessant, die auszuspielen, und dadurch stehen natürlich witzige Situationen. Also beispielsweise einer dieser vorgefertigten Charaktere, mit denen man auch spielen kann, das ist der Harry, und der ist halt, naja, der trinkt mal gerne einen zu viel über den Durst. Ja. Das ist natürlich total witzig, wenn dann plötzlich irgendwie, du bist einfach in so einer total spannenden Situation, alle versuchen sich irgendwo reinzuschleichen, dann hat der irgendwie noch dreimal am Flachmann und plötzlich fängt er an rumzurandalieren, ja, und die Situation ändert sich total, ja. Oder dann gibt es die Eloise, die ist halt noch minderjährig, das heißt, die hat so eine, dadurch wird die auch häufig von Erwachsenen dann irgendwie ignoriert und so weiter. Dadurch entstehen einfach total witzige Situationen, ja, und tatsächlich
dass die Lösungen nicht die naheliegenden sind häufig, sondern wirklich verrückt sind und Genau. das ist so das Typische daran. Ja, okay. Ja, sehr spannend. Das Crowdfunding werde ich natürlich in die Videobeschreibung reinpacken. Wollt ihr vielleicht noch ein, zwei Worte dazu sagen, was man so bekommt, wenn man mindestens reingeht und was man so insgesamt rausholen könnte? Können wir gerne sagen. Also es fängt natürlich wie üblich an mit einem digitalen Paket, wo aber auch schon das meiste, was man dann auch später physisch haben kann, auch digital drin ist. Und dann haben wir das so ein bisschen eingeteilt, wo wir gesagt haben, es gibt natürlich auch so verschiedene Zielgruppen. Es gibt dann so das erste physische Paket, das wäre dann eigentlich für die SpielerInnen, die natürlich, oder was heißt natürlich, aber vielleicht trotzdem die Grundregeln haben wollen, gerade weil da natürlich ganz viel zu erschaffende Charaktere und die Beschreibung der Welt und alles Mögliche drin ist, aber die dann zum Beispiel jetzt nicht das Abenteuer, was wir dann später mit drin haben. Also das U-Boot-Geheimnis ist ein richtiges Abenteuerbuch, was dann bei den höheren Leveln, wo die dann eher, ja, ich sag mal, für Spielleitungen gedacht sind, das dann mit drin. Und ja, und dann geht es natürlich weiter. Dann haben wir sozusagen so ein kleines Spielleitungspaket, wo die wichtigsten Dinge drin sind, die man da braucht. Und dann auch so ein großes Spielleitungspaket, wo dann ja neben das Grundregelwerk, das Abenteuer, Spielleitungsschirm, die Würfel, zwei Kartenpakete, die Ausrüstungskarten, die Pässe und was habe ich jetzt noch alles vergessen, Basti? Bestimmt noch ein paar Sachen. Also es ist ein ziemliches Paket Die geworden. Blaupausen, also Genau, nicht die nur das Blaupause fürs Kartenpaket, sondern Abenteuer. Blaupausenpaket. Warte, wir sind jetzt beim ganz Großen, gell? Ja. Ne, bei dem 1 rund, die Genau, dann haben wir noch so eine Tasche. Tragetasche. Ich Also muss, jede es ist Menge so Zeug. viel, es ist so Ihr müsst einfach ins viel. Crowdfunding reinschauen und Ja, dann findet ihr das genau. alles. Bei den Pässen ist vielleicht einfach das nette Feature, wenn man die selber ausdrückt, gibt es auch eine Anleitung, wie man die quasi falten kann. Das hat dann natürlich nicht diesen, ist dann natürlich kein Reisepass in dem Sinne, dass das ein festes kleines Dokument ist, aber du hast dann trotzdem als Charakterblatt dieses kleine Format, was eigentlich auch ganz Bringt ihr dann süß irgendwann ist. noch ein kurzes Origami-Video, wo ihr einmal zeigt, wie man das macht? Ja, Müsst gute ihr natürlich Idee. Wird machen. direkt Können wir aufgeschrieben. uns mal Da, aufschreiben. genau, ich schreibe das Ein auf. Instagram-Reel in einer Minute den Pass falten. Alles klar. Okay. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne, vielen Dank für Vielen die Dank. Einladung. Ja, hat mich gefreut, war wunderschön. Ja, ihr werdet noch ein, zwei weitere Videos, drei, vier weitere Videos sehen zu dem Ganzen, weil wir uns darüber abgesprochen haben, dass ich auch noch ein bisschen was zu dem System vorstellen werde. Freut euch drauf, also bleibt da auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr mit den beiden mal sprechen wollt, wie gesagt, kommt auf jeden Fall auf den Discord-Server. Da findet ihr außerdem auch eine Community, mit der ihr auch direkt schon Spiele starten könnt, denn das Spiel ist ja nur noch nicht auf Deutsch raus. Es gibt es ja schon. Ihr könntet es schon spielen und spieltesten. Also macht das, kommt auf den Server der Green Gorillas. Ja, vielleicht in Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, wir haben natürlich auch auf Deutsch schon auch die Schnellstartregeln und ein Schnellstartabenteuer draußen. Also auch da könnt ihr sogar schon auf Deutsch das auch Test spielen. Also da laden wir euch natürlich auch herzlich zu ein. Das findet ihr dann sowohl auf der Crowdfunding-Seite als auch bei uns auf der Homepage. Könnt ihr da schauen. Es gibt natürlich auch einen Blick ins Buch. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, und wenn Klar. man dann noch Spieler sucht, ne, dann findet man sie bei euch auf dem Discord. Richtig. Absolut. Wenn es Genau. auch Fragen gibt, einfach anklopfen. Einfach Ja, sehr vorbeikommen. schön. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal. Danke dir. Vielen Dank, Dustin. Gut, dann viel Spaß beim Crowdfunding euch beiden. Zuschauer, Crowdfunding mitmachen. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.